Hallo und herzlich willkommen wieder hier bei The Forest. Ja, wie man unseren Effigies sehen, die sind ungefähr genauso weit wie gestern, also gar nicht. Und ja, wurscht, wir werden jetzt einfach mal gucken, was hier so abgeht. Okay. Und ja, heute werden wir mal versuchen. Was werden wir denn versuchen? Wir haben hier nicht besonders viel und ich muss gestehen, ich bin auch nicht, ja, doch nicht so überzeugt von der Pose hier. Ja, eben weil hier am Strand so viel los ist. Wir haben es ja gemerkt gestern, wir konnten nicht schlafen, gar nicht. Es war total krank. Und jetzt müssen wir überlegen, was wir tun. Unsere alte Position, haben wir ja gesehen, haben wir ein bisschen Nahrungsprobleme. Wir haben zwar jetzt einen Speer, also könnten wir so gesehen rein theoretisch könnten wir ja dahin gehen und könnten uns ein Fischchen fangen. Aber ich mische auch ein paar Tierchen. Also ist jetzt die Frage, wo werde ich mein Zelt aufbauen? Ich glaube, ich werde heute einfach nur gucken gehen. Ich glaube, heute werden auch nur 20 Minuten. Und so, dass wir uns einfach nur neue Stellchen suchen, so hier am Strand, so wo halt relativ viel los ist und das Schwein pfeift. Hier geht die Post ab. Wollen wir ja nicht. Wir möchten gerne ein bisschen bauen können. Ein bisschen weniger Stress am besten. Und auch so, dass nicht alles so endlos weit von uns weg ist. Wir wollen einfach nur auch ein bisschen unsere Ruhe. Und so, dass wir uns eine kleine Basis überhaupt aufbauen können. Jetzt bin ich natürlich am Überlegen, wo wir das tun. Ich würde fast sagen, einfach so mitten im Wald irgendwo. Hätte ich mal Bock drauf, habe ich noch nicht gemacht. Einfach so mitten. Na, hier haben wir einen kleinen Deich, aber da sind keine Fische. Oder? Nö. Oh. Gut, jetzt haben wir hier ein bisschen Probleme. Hilfe, Hilfe. Ein paar FKKler verfolgen mich. Die Musik hört schon wieder auf. Haben die sich umentschieden oder was? Hier haben wir einen Höhleneingang, ne? Ja. Hoi. Was ist da passiert? Dreh ich mal gleich wieder um. Habe ich ja einen richtigen Ladestandbild, wenn ich da versuche reinzugehen? Ja, komm, das Use Leiter könnt ihr jetzt mal weg. Mache ich das mal kurz an, damit die Nachricht verschwindet und uns nicht immer nervt. So, jetzt gucken wir mal, wo wir hier hinbauen. Habe ich denn. Ja, nee, habe ich nicht. Nehmen wir mal noch ruhig ein paar Sticks mit, sodass wir alles schon haben, so mehr oder weniger. Und, ja. Bäume werden dann ja eh kein Problem sein, da wir mitten im Wald sind. Hier haben wir sogar noch Köfferchen. Hier sind dann aber schon wieder nicht mehr ganz so viele Bäume. Ich möchte an sich schon so ein bisschen, naja, wir spielen ja schließlich hier gerade The Forest und ich möchte vom Wald ummannt sein. Also, wenn dann irgendwo hier so, aber es ist auch nicht so dicht. Wir gehen mal ein bisschen noch in die Richtung. Hier haben wir auf jeden Fall einen chilligen Teich. Da sind noch Fische drin, ne? Ich finde, hier sieht das ganz nett aus. Da sind diese Koffer. So, der Teich liegt jetzt da unten. Ich hätte den Teich aber eigentlich ganz gerne mit in unserer Basis.
müsste man überlegen, wie man dann baut. Wenn man eine Mauer drum zieht. Hier wird man schon eine Mauer drum ziehen können, da wird natürlich einiges kosten. Und in welche Richtung baut man das dann aus? Das. Nee, das funktioniert nicht ganz so, wie ich möchte. Wir werden einfach. Hier finde ich ist ein schönes Fleckchen. Hier werden wir uns mal einnisten. So. Natürlich auch gleich wieder ein Lagerfeuer dazu. Und so haben wir mal hier eine schöne, chillige kleine Landschaft um uns herum. Wir sind nicht immer die ganze Zeit nur da am Strand oder sonst wo. Eigentlich ja immer das Gleiche. Und soll ja nicht immer das Gleiche sein. So, also werden wir da jetzt ein bisschen umbauen. Und hier laufen auch Häschen rum. Erwischt. So, dann wollen wir mal einen Baum fällen. Kurz die Feder noch aufheben. Ich hoffe, wir werden jetzt hier nicht übelst negativ überfallen. Oh, hier ist schön. Hier sind auch Tierchen. Das ist schick. So mag ich das. Er sagt mir nicht, hier kommen nur Sticks raus. Nee, das muss ein Baum sein. Ja. Das ist gerade so komisch gefallen, hat mich irgendwie so ein bisschen an diesen. Es sind richtig viele Lizards, ne? Das ist echt geil. So, am besten so ein bisschen die Bäume um uns herum wegkriegen. Doch mit den Häschen. Irgendwo da hinten ist halt der Strand. Was heißt irgendwo da hinten? Ist ja nicht so weit weg. Also wir können auch pendeln, wenn wir Langeweile haben. So, wir essen mal was und nehmen Energy Drink und werden noch die Rüstung anlegen. Covered im Blatt sind wir auch, dann gehen wir gleich mal ins Teilchen, würde ich sagen. Dann werden wir hier ganz geschmeidig anfangen. Ja, dich schmeiß ich jetzt erstmal hier hin. Na, komm. Ist eigentlich klar, dass die uns nicht in Ruhe lassen. Okay, sie gehen doch weiter. Stört sie wohl nicht, dass sich hier jemand. Oh. Wir tragen schon zu viele Raw Lizards. Ich wollte eigentlich auch nur den Stein mitnehmen. Eigentlich hat man ja hier soweit alles, was man braucht. Da unten können wir Fische fangen, Lizards laufen hier rum, Häschen laufen hier rum. Köfferchen sind hier. Sticks sind hier auch ohne Ende. Also hier kann man sich nicht beschweren. Gefällt mir recht gut. Ich möchte jetzt nur am besten soweit fertig kriegen, dass man da auch safen kann, so dass das steht halbwegs. Man könnte natürlich auch einfach kurz zum Strand zurücklaufen dann. Man würde ja sehen, wo es ist, wo man war. So, mehr Rocks, oder kann man jetzt 6 Rocks tragen, ne? Ich glaube nicht, ne? Nee. Wenn wir die Rocks schon mal einfügen. Bleibt da mal bitte ganz artig liegen. So, jetzt brauchen wir noch. Jetzt brauchen wir denn noch 10 Rocks. Ach so, aber. Okay. Auch noch wegen hier den Effigies. Hui. So, jetzt dürfen wir nicht mehr covered im Blatt sein. Wir brauchen trotzdem noch Steine. Sticks haben wir schon wieder alle, die wir brauchen. Steine nicht.
Am besten einmal voll sammeln. Einmal 5 Stück wieder. 5 Stück ist auf jeden Fall besser, dann haben wir schon mal ein paar Steine. Ein Lizard noch in unsere Rüstung ist auch voll. Ein Stein noch in unsere Steine sind voll. Wird jetzt da oben eh wieder einer liegen. It's magic. Wenn ich mal so ein bisschen vertrottelt auf den Boden gucke, dann schicke Schuhe. Dann gucke ich einfach, ob ich schon am Stein vorbeigelaufen bin, weil wenn ich meine Videos gucke, es fällt mir extrem auf, wenn ich an Ding vorbeilaufe. Ja, wenn ich die Videos sehe, während ich spiele nicht. Das ist das Problem an der Sache. Da fällt es mir leider gar nicht mal so auf. Aber wirklich gar nicht. So. Ich bin gerade ein Typi gesehen, aber naja, gut. Lockholder muss als erstes sein. Ich möchte keine Lockholder verschwenden. Müssen wir ein paar Stickies sammeln, aber sollte ja kein Thema sein. Warte mal hier. Lizard mal draufpacken. So. Jetzt ist da ein War Lizard drauf, den wir futtern können und haben den gleich wieder eingesammelt. Da liegt auch noch einer. Tut mir ja leid. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Na los. Und sonst so, was geht bei euch? La 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 la. Ah, so. Speichern wir mal. So, gespeichert haben wir auch schon mal, das ist schön. Ja, sorry, Lizard, ich kann echt nichts mit dir anfangen, ne? So, nehmen wir hier nochmal ein paar Sticks hier. Das ist auch so ein Sticky-Bäumchen hier. Packen wir das einfach weg. So kriegen wir auch ein bisschen Platz um unser Zelt herum. La 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 la. So wenig Stickies hatte ich nur eingesammelt, das kam mir aber mehr vor. Finde ich hier gerade angenehm, muss ich sagen. Gefällt mir. Zwar keine super dramatische, super strategische, überlegte Pose, aber ist irgendwie chillig hier einfach. Aber entspannt. Entspannt ist gut. So. Wir wollen ja nichts verschwenden. Hätten wir das. Wie lange bleibst du eigentlich liegen? Du wirst immer zu mir gezogen, ne? So, warte mal hier. So. Haben wir den da liegen? Wenn wir nochmal Hunger kriegen, wissen wir Bescheid. So. Ja, das ist doch schon mal schön. Schön, schön, schön. Reicht mir eigentlich schon wieder, ne? Bin ich voll mit zufrieden gerade. Aber wir werden einfach noch einen Baum fällen. Sehr viel mehr werden wir jetzt hier auch nicht anfangen. Hat mir da hinten halt nicht so gefallen und ja, wenn ich eine Folge mache, brauche ich irgendwie eine bessere Posi, sodass ich mir da schon Gedanken drum machen kann, wie ich was mache. Und auf der anderen, naja, da am Strand, was willst du denn großartig machen? Ich könnte eine Mauer drum ziehen und dann steht da eine Mauer drum. Yeah. Und das ist dann auch schon wieder vorbei dann. Mehr kann ich da nicht machen. Das ist einfach zu. Ach, nervt mich nicht. Das ist einfach zu wenig los. Eine Kannibalin.
wie mir ja geschrieben wurde, sind die blutverschmierten Kannibalen, die auf allen Vieren laufen. Somit ist das ja eine Kannibalin. Wenn ich das richtig sehe, brennt dadurch jetzt mein Zelt, aber sie brennt nicht. Macht das Sinn? Ich glaube, es macht keinen Sinn. Atmest du noch? Nee. Der atmet nicht mehr. Ja, da sieht man mein brennendes Zeltchen. Und da zerfleddert ist. Wie ärgerlich ist das denn bitte? Hat's mein Zelt zerlegt? Aber nur weil die alte nicht gebrannt hat, aber meine Base zum Brennen bringt. Finde ich ja nicht so cool. Ja, ist ja eigentlich recht Banane. Ich würde fast sagen, ich habe eigentlich auch mal Bock, diese Keule hier auszuprobieren. Ich sag nur einen Schädel? Nee. Wir machen hier einfach richtig entspannt. Lololololo. Mich anzündet. Richtiger Haufen. Ich weiß, dass wir angegriffen werden. Ist mir aber relativ wurscht. Ja, egal, wir hatten ja gespeichert. Ich lade das kurz und dann mache ich weiter. Ja, so. Da bin ich dann auch schon wieder. Ach, hier war unser Holder ja noch nicht mal fertig. Ach du Schreck. Hätte ich eventuell nochmal speichern sollen. Naja, egal. Machen wir das noch schnell fertig. Und dann, kommt aber auch nicht mehr wirklich viel jetzt. Hab schon Lust, ne? So ist es nicht. Ich hab auf jeden Fall Bock zu zocken jetzt, aber ja, ich muss das Ganze ja hier irgendwie versuchen, halbwegs zu planen. Und wie gesagt, da am Strand, no way. Gab's nichts zum Planen. Fand ich scheiße. Na gut, jetzt ist der Lock natürlich auch weg. Nach dem Laden, eben deswegen habe ich einen Lockholder gebaut. Hätte ich dann auch speichern sollen, als ich ihn reingepackt habe. Aber naja, habe ich das nicht dran gedacht, war ich zu blöd für. Und naja, hat uns halt einen Bug versaut. Bestimmt werden jetzt schon wieder irgendwelche Leute laut aufschreien, das war kein Bug. Ja, liebe Leute, was war es denn dann, wenn eine nicht in mein Feuer läuft und nicht brennt, dann mein Zelt berührt und es anfängt zu brennen, ohne dass sie eine Fackel trägt? Da wird es bestimmt auch entspannte Erklärungen für geben, aber ganz einfach ist, sie hätte gebrannt, obwohl sie nicht richtig im Feuer stand. Allerdings hat das Feuer sie nicht wirklich erreicht, aber da sie eigentlich rein theoretisch gebrannt hat, ja, hat sie mein Zelt angezündet.
Das ist leider, leider, leider die einzige Erklärung dafür. Keine schöne, denn es war ein Bug, die mir mein Zelt zerstört hat. Ein Bug, der mir mein Zelt zerstört hat. Aber naja, wir konnten hier laden und jetzt haben wir hier wieder vier Bäume drin und speichern jetzt auch direkt mal. So. Gespeichert haben wir, haben unseren Lockholder wieder stehen. Diesmal sind da auch vier Baumstämme drin. Dann hatte ich den Baum oder so gefällt, ne? Und dann kamen sie. Ja, brauche ich gar nicht hinterher rennen. Ja, das werden wir hier mal. Ich würde mal ruhig noch so was wie einen Grundriss daneben stellen, zum Beispiel einen Stoneholder. Machen wir mal so. Hat man gerade links schön gesehen, wie ein Lizard gespawnt ist. Also wir sind hier mehr oder weniger auch direkt auf einem Spawnpunkt. Das finde ich sehr schön. Dass der Rockholder genau wie ein. Was ist das denn? Logsled? Ah, okay. Okay. Ja. Wo ist denn da der Unterschied? Egal, werde ich noch bauen. Das ist jetzt der Stoneholder. Daneben kommt dann noch ein Stickholder. Ganz. Oh. Oh. Scheint aber zu schmecken. Machen wir mal unsere Rüstung noch voll. So. Und ordentlich die Sticks sammeln. Ich versuche mich hier gerade ein bisschen zu beeilen, damit nicht direkt wieder die Kannibalen ankommen und mir alles kaputt machen. Die Schweine. Gut, jetzt müssen wir natürlich wissen, wie viel reinpassen. Das weiß ich nämlich gerade gar nicht. Der Stoneholder ist für mich noch komplett neu. Hat auf jeden Fall gut was zu passen. Finde ich schön. Ich speichere jetzt noch schnell mal. So. Wenn ich jetzt noch Steine im Inventar habe, ist er voll. Ne, ich habe keine. Okay. Passen auf jeden Fall einige Steine. Unsere Rüstung ist voll. Unsere Nahrung ist voll. Ist alles voll. Ja. Perfekt, würde ich sagen. Perfekte Ausgangsposition. Oh, jetzt habe ich geschlafen. Warum habe ich das denn getan? Kann ich es wieder auch Tag machen? Gut. Nochmal speichern. Und ich bedanke mich mal wieder fürs Einschalten. War eine kurze Folge. Jedoch hat man hier einiges an Dinge im Kopf, wenn man hier so steht und sich das anguckt. Wir haben hier auf jeden Fall schön einen Stickholder und nicht auch immer chillig, wenn die da so hochkrebsen. Nehme ich, glaube ich, das mal als Screenshot hier. Ja. Man hat auf jeden Fall einige Ideen, wenn man sich das hier so anguckt. Da ist auf jeden Fall. Kann man hier was ausbauen? Steine passen nicht mehr. Achso, ich habe keinen eingesammelt. Ja, gut, ich bin auch helle. Ja, ich werde das trotzdem nochmal speichern. Wir wollen hier keine Rohstoffe verschwenden. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Einschalten. War heute natürlich nicht so lang. Dafür machen wir das nächste Mal aber wieder länger, da machen wir dann 40 Minuten oder so und so, dass wir ein bisschen was schaffen. Oder ich mache dann auch wieder nur 20 Minuten, je nachdem, wie es passt zeitlich, wie ich Lust habe. Ja, also vielen Dank fürs Zuschauen. Das war es wieder mit The Forest und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Soulinex.